So why does the world need a male pill? Well, I believe that a male pill will help reduce the stubbornly high rates of unintended pregnancy and allow men to equally participate in contraception. Die Welt braucht eine Pille für Männer. Dieser Meinung ist auch der Androloge John Amery, den wir gerade gehört haben. Er glaubt, dass eine solche Pille die extrem hohe Anzahl an ungewollten Schwangerschaften reduzieren könnte und endlich für Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern beim Thema Verhütung sorgt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Intimacy Talk mit Jana und Marla. In Deutschland zählt sie immer noch zu den Verhütungsmitteln Nummer 1, die Anti-Baby-Pille für die Frau. Erstmals im August 1960 in den USA erschienen, wurde sie bereits ein Jahr später in Deutschland verkauft. Seit nun mehr als 60 Jahren nutzen Frauen diese Methode, um sich vor einer Schwangerschaft zu schützen. Laut Daten der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung benennen knapp die Hälfte der erwachsenen sexuell aktiven Frauen und Männer diese Pille als Verhütungsmethode. Besonders beliebt ist die Pille vor allem bei jüngeren Frauen zwischen 18 und 29. Doch in den letzten Jahren kommt es zunehmend zu einem Wandel in unserer Altersgruppe. Während 2012 noch ca. 72% der Jüngeren mit der Pille verhüteten, sind es 2019 schon nur noch 56%. Dies könnte auch mit den bekannten Nebenwirkungen des Hormonpräparats zusammenhängen. Doch was gibt es eigentlich für Alternativen? Seit Jahren ist Verhütung eher Frauensache. Kondome oder Vasektomie, also die Sterilisation des Mannes, that's it, wenn es um Verhütungsmethoden für Männer geht. Eine neue Studie aus den USA soll dies nun ändern. Genau. Die Pille für den Mann könnte bald Zukunft werden. Doch was bedeutet das und wie steht eigentlich die Männerwelt dazu? Damit wollen wir uns heute mal genauer beschäftigen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als ich letztens das erste Mal von der neuen Studie gehört habe, fand ich es direkt super spannend. Endlich könnte Verhütung mal nicht mehr nur an uns Frauen hängen bleiben. Das fände ich auch super. Wie es scheint, hast du dich ja schon näher mit der Studie auseinandergesetzt, oder? Ja, genau. Was ich am krassesten fand, ist, dass die Pille für den Mann ganz ohne Hormone auskommen soll. Die Studie wurde von einem Forschungsteam der University of Minnesota vorgestellt. Man muss allerdings dazu sagen, dass das Ganze bisher nur an Mäusen getestet wurde. Klingt interessant, aber wie soll das Ganze denn genau funktionieren? Die Pille soll die Spermienbildung bei Männern unterdrücken. Sie blockiert ein Protein in den Zellen, das eine wichtige Rolle bei der Spermienbildung spielt. Und ist diese Methode erfolgsversprechend? Ja, es scheint tatsächlich so. Zwar wurde es bisher ja nur an Mäusen getestet, hatte da aber eine Wirksamkeit von 99% und das sogar ganz ohne Nebenwirkung. Klingt ziemlich vielversprechend. Ich denke, ich spreche hier für fast alle Frauen, wenn ich sage, dass wir es natürlich super finden, dass jetzt an einem Produkt für Männer geforscht wird. Aber uns interessiert natürlich auch die andere Seite. Genau. Wie stehen denn beispielsweise Vater und Sohn dem Thema gegenüber? Gibt es aufgrund des unterschiedlichen Alters vielleicht auch unterschiedliche Sichtweisen? Wir haben Philipp und seinen Vater zu Hause besucht und mit ihnen über die Pille für den Mann geredet. Die beiden haben uns ein bisschen über sich und ihre Sichtweisen erzählt. Ich bin 23 Jahre alt und in einer Beziehung. Ja, hallo, mein Name ist Markus. Ich bin über 50 Jahre alt, seit über 25 Jahren glücklich verheiratet und Vater von zwei Kindern. Philipp hat auch eine klare Meinung dazu, ob er die Pille für den Mann einnehmen würde. Grundsätzlich schon. Ich habe da relativ großes Vertrauen in den Entwicklungsprozess. Es ist schön zu hören, dass Philipp so großes Vertrauen in die Pille für den Mann hat. Wir möchten aber natürlich auch wissen, ob es bei einem solchen Thema Generationsunterschiede gibt. Deshalb haben wir auch Philipps Vater befragt. Markus hat zwar schon von der Pille für den Mann gehört, hat das Thema aber nicht weiter verfolgt, da er vor Jahren eine Vasektomie hatte. Trotzdem findet er das Thema spannend. Ich würde mich darüber informieren, welche Wirkungen, Risiken, Nebenwirkungen etc. damit verbunden wären. Für mich persönlich in meiner aktuellen Situation stellt sich die Frage nicht, da wir zum einen unsere Familienplanung abgeschlossen haben und da ich mich auch schon vor etlichen Jahren zu einer Vasektomie entschlossen habe, um einfach dieses Thema nicht ausschließlich in die Hände meiner Frau geben zu müssen, um dort entsprechend die gesundheitlichen Nebenwirkungen da aus dem Thema rauszunehmen. Markus ist der Meinung, dass der Beziehungsstatus bei der Verhütung durchaus eine Rolle spielt. Wenn man in einer Beziehung ist, in einer festen, glücklichen Beziehung, ist das Thema wahrscheinlich in der Form nicht so relevant, beziehungsweise man hat letztendlich irgendwo
seinen Modus gefunden, wie man in der Partnerschaft mit dem Thema umgeht. Deswegen ist es für viele jetzt ein Switch zu einer neuen Variante bisher kein Thema. Es sei denn, es ergeben sich neue Rahmenbedingungen, dass zum Beispiel jetzt die Partnerin die bisherige Verhütungsmethode, warum auch immer, nicht verträgt oder nicht mehr verträgt oder dass die Nebenwirkungen, die da bestehen, zu groß, zu offensichtlich sind. Dann kann man natürlich über das Thema neu nachdenken oder sollte man eben als verantwortungsvoller Mann, als Teil der Partnerschaft natürlich das Thema auch offen diskutieren. Da haben uns Markus und sein Sohn doch schon einen guten Einblick in ihre Meinung zum Thema gegeben. Uns haben natürlich aber auch noch die Meinung von anderen Männern interessiert. Jana hat deshalb mal ein paar Leute gefragt. Ganz genau. Wir wollen mit dem Podcast hier ja der Frage auf den Grund gehen, wie die Männerwelt so dazu steht. Und genau deswegen habe ich mich mal ein wenig im Bekanntenkreis umgehört und gefragt, ob die Männer die Pille einnehmen würden. Klar, warum nicht? Ich meine, es gibt ja genug Sachen für Frauen und kaum was für Männer. Von daher kann man da ja auch irgendwie den Frauen mal ein bisschen entgegenkommen. Ich würde sagen, es kommt auf jeden Fall auf die Nebenwirkungen an, die die Pille dann mit sich bringt. Und sicherlich auch, in was für eine Lebenssituation man dann ist. Die Männer haben uns außerdem noch erzählt, ob sie je nach Beziehungsstatus ein unterschiedliches Verhütungsmittel nehmen würden. Bei einer Beziehung, die noch recht frisch ist oder wenn man noch sehr jung ist, dann glaube ich, da macht es auf jeden Fall Sinn, wenn man mit Kondom und mit Pille verhütet. Und generell, wenn man Single ist und alles, was jetzt in Richtung Affären oder One-Night-Stands geht, ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, sehr gut zu verhüten. Man sollte auf jeden Fall immer darauf achten, dass es safe ist. Und gerade wenn man nicht in einer Beziehung ist, dann ist man sich auch immer nicht so sicher, nimmt sie jetzt wirklich die Pille oder hat sie irgendwelche Krankheiten, das kann ja auch immer sein. Vor allem, wenn die Person vielleicht flüchtig kennt. Frauen haben ja diverse Nebenwirkungen, von Kopfschmerzen über Stimmungsschwankungen bis hin zu Depressionen. Doch was würden Männer eigentlich an Nebenwirkungen in Kauf nehmen? Ich denke, wenn es Nebenwirkungen gibt, müssen die mit dem Leben vereinbar sein. Ich denke aber auch da wird es womöglich auch von Pille zu Pille ja unterschiedliche Nebenwirkungen geben. Da müsste man sich wahrscheinlich die Pille raussuchen, von den Nebenwirkungen her, ja, welche noch am besten verkraftbar ist. Ja, ich würde sagen, das ist eine Sache, da hat man sich als Mann noch nicht wirklich Gedanken drüber gemacht. Aber jetzt aus dem Stegreif würde ich einfach mal sagen, wenn es so ist wie bei der Frau, dann ist es absolut akzeptabel. Ich würde sagen, es ist schwer zu beantworten, da man erstmal wissen müsste, was die Nebenwirkungen konkret sind und dann abzuwiegen. Aber ich denke, wenn man das möchte und wenn man seiner Freundin oder Partnerin was Gutes tun möchte, dann würde man auch Nebenwirkungen in Kauf nehmen, die nicht zu schwerwiegend sind. Aber das ist dann halt immer Auslegungssache, was das eigene Empfinden ist, denke ich. Meine Bekannten waren sich auf jeden Fall alle einig, dass sich die Pille für den Mann durchsetzen kann. Allerdings haben sie ihre Meinung mit unterschiedlichen Aspekten begründet. Ich denke, dass viele Männer auch erstmal skeptisch sein werden, was das Ganze angeht. Denn es ist ja einfach etwas ganz Neues und ich denke, da brauchst du erstmal eine Dauer, bis da auch andere Männer eine Erfahrung gesammelt haben, vielleicht auch berichten können und damit andere Männer überzeugen können. Zudem denke ich, dass man als Mann auf jeden Fall ein bisschen sein Ego zurückstecken muss und dann halt vielleicht auch mal die Pille nehmen muss. Also ich glaube, bei der älteren Generation nicht unbedingt, aber jetzt sagen wir mal bei den U30 und dann den kommenden Jahrzehnten, Jahren, wird sich das ganz gut durchsetzen können, weil irgendwann wachsen die Leute dann auch damit auf, dass es halt einfach schon immer gibt und das ist ganz normal für die und ich glaube auch die Jüngeren machen sich dann halt eher noch die Gedanken darüber, als wenn man jetzt schon 40 Jahre alt ist und die Frau nimmt seit 30 Jahren die Pille gefühlt. Also wenn jetzt die nicht so teuer wäre oder irgendwie inkludiert wäre oder man sie kostenlos verschrieben kriegt, was ja nicht immer der Fall ist, dann denke ich, könnte es sich durchsetzen. Wenn aber der Mann dazu noch genötigt wäre, sozusagen für seinen Schutz zu bezahlen, dann glaube ich, dass es nicht so krass sich durchsetzen würde. Ich hätte nicht gedacht, dass die Männer dem Thema gegenüber so positiv eingestellt sind. Ich dachte, die Meinungen würden mehr auseinandergehen. Ja, damit habe ich eigentlich auch gerechnet. Scheint ja fast so, als könnten wir Frauen beim Thema Verhütung bald aufatmen. Ein bisschen Gleichberechtigung wäre doch ganz schön. Ich wäre definitiv ganz froh, wenn ich nicht immer dafür verantwortlich wäre. Auf der anderen Seite wurde ja auch gerade gesagt, dass Männer da ein Stück weit auch ihr Ego zurückstecken müssen. Und ob da auch alle mit klarkommen, ich weiß ja nicht. Ja, da gebe ich dir recht. Ich finde, es gehört auch einfach super viel Vertrauen dazu. Man muss einfach sicher sein, dass der Mann dann die Pille auch wirklich korrekt eingenommen hat.
Letztendlich bin ich als Frau ja die, die schwanger werden würde und das Kind austragen müsste. Ich trage die Konsequenzen dafür, wenn was falsch läuft. Sehe ich zu 100% so wie du. Ein gewisses Risiko bringt das Ganze halt schon mit sich. Aber was sagen denn eigentlich Markus und sein Sohn zu dem Thema? Soweit ich weiß, gehört natürlich aber auch eine gewisse Disziplin bei der Medikamenteneinnahme dazu, dass ich das eben regelmäßig und vollständig zu mir nehme, sonst ist die Wirkung eben nicht gegeben. Aber ich denke mal, was Frauen über Jahrzehnte sich in der Beziehung an Disziplin angeeignet haben, wäre für Männer grundsätzlich auch möglich. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass viele Frauen sich sehr unsicher fühlen, wenn der Mann derjenige ist, der die komplette Verhütung in der Hand hat. Es muss ja nur einmal schief gehen, dass man die Tablette vergisst einzunehmen. Also ich wollte in dem Fall auch nicht die Frau sein. Da gehen die Meinungen bei den beiden aber auch ein bisschen auseinander, findest du nicht? Ja, absolut. Ich kann beide Begründungen aber auf jeden Fall nachvollziehen. Ich finde es irgendwie auch total interessant, dass Markus der Meinung ist, Männer hätten die Disziplin, diese Art von Verhütung konsequent durchzuziehen. Markus gehört ja eigentlich eher zu einer Generation, in der es für Männer selbstverständlich war, das Thema Verhütung in die Hände der Frauen zu legen. Wir haben ihn mal gefragt, wie er dem Klischee, dass Verhütung Frauensache ist, gegenübersteht. Ich würde nicht sagen, dass ich das vor 35 Jahren, klar, wenn du damit groß wirst, ist es halt einfach so, das ist so damals Teil der Sozialisation gewesen, aber wenn man sich da ein bisschen tiefer mit beschäftigt und wenn man sieht zum Beispiel, dass es Alternativen gibt, die deutlich besser verträglich sind, sollte man dem Ganzen schon offen gegenüberstehen und auch eine realistische Chance geben und nicht per se für sich sagen, das möchte ich nicht, weil Gott weiß, was irgendwie vielleicht damit in Verbindung steht oder in Frage kommt oder an vielleicht in Anführungszeichen Risiken für den Mann damit verbunden sein sollte. Weil die Risiken für die Frau, die werden in der Form nicht thematisiert, weil da würde an der Stelle ja auch einfach in der alten Denke, hat da sich keiner groß Gedanken drüber gemacht. Das gehörte dann einfach dazu. Und das ist natürlich jetzt irgendwie auch letztendlich kein besonders fairer Ansatz zu sagen, wir kippen sämtliche Risiken eben auf die Seite der Frau. Und wenn sie letztendlich dadurch erkrankt oder wenn es ihr irgendwo schlechter geht, ist das natürlich auch eine Belastung für die Partnerschaft. Markus hat ja gerade erwähnt, dass es kein fairer Ansatz ist, sämtliche Risiken auf die Seite der Frau zu kippen. Das ist bestimmt auch einer der Gründe, warum überhaupt an der Pille für den Mann geforscht wird. Bisher haben wir ja in der Umfrage und durch Markus und seinen Sohn eher gesehen, wie die Männer generell zu dem Thema Pille für den Mann stehen. Wir wollten uns das Ganze aber auch mal von einem Experten genauer erklären lassen. Genau, daher haben wir mit Dr. Christian Leiber-Kaspers gesprochen. Er ist Oberarzt für den Bereich Andrologie im Alexianerkrankenhaus Maria Hilf in Krefeld und Pressesprecher der Deutschen Gesellschaft für Andrologie. Er hat uns mal erzählt, wie er dem Thema persönlich gegenübersteht. Ich denke, dass die Pille für den Mann ein natürlich ausgesprochen interessantes sozusagen Projekt ist. Und etwas, was aus meiner Sicht auch wirklich unbedingt notwendig ist, denn eigentlich nach meinem persönlichen Empfinden kann es nicht sein, dass hier, sage ich mal, die Risiken so ungleich verteilt sind. Ja, bisher ist es eben so, dass ja im Wesentlichen Verhütung auf Seiten der Frau stattfindet. Gut, man kann es immer sich einfach machen und sagen, die Frau wird ja am Ende auch schwanger und nicht der Mann. Ja, aber trotzdem ist es ja nun gemeinhin bekannt und auch mit vielen, vielen Studien und Daten wissenschaftlich belegt, dass insbesondere die Pille, was das häufigste und am meisten noch verbreitete Verhütungsmittel bei Frauen ist, Nebenwirkungen hat, und zwar teilweise erhebliche und nicht ungefährliche Nebenwirkungen. Und dass hier sozusagen das ganze Risiko zu 100% auf Seiten der Frau liegt und der Mann sagt, ja gut, habe ich halt nicht, kann ich nicht, fühlt sich für mich irgendwie nicht ganz mehr zeitgemäß an. Und da bin ich ja nicht allein mit meiner Meinung, das denken ja viele Menschen. Als Androloge hat uns natürlich auch seine medizinische Sicht auf das Thema interessiert. Aus ärztlicher, wissenschaftlicher Sicht, und ich bin ja, das wissen Sie, im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Andrologie, sehe ich es natürlich auch klar als notwendig an, dass man hier eigentlich eine Alternative sinnvollerweise schaffen sollte. Ja, auch jetzt sage ich mal aus vielleicht einer sozusagen globalen Perspektive. Es gibt nun einfach eine Reihe von Ländern auf diesem Planeten, die ein massives Problem mit Überbevölkerung haben. Und da könnte eben ein einfaches und sicheres Verhütungsmittel für den Mann auch nochmal zusätzliche Möglichkeiten bieten. Der Gedanke mit der Überbevölkerung ist mir tatsächlich noch gar nicht gekommen. Bisher habe ich das immer nur aus der Perspektive gesehen, dass es für die Frauen ja einfach toll wäre, aber nicht, dass es auch dabei hilft, globale Probleme zu lösen.
Ja, stimmt. Das ist echt ein interessanter Punkt. Ist mir bisher auch noch nicht so in den Sinn gekommen. Es gibt ja jetzt diese neue Studie der University of Minnesota, von der wir am Anfang des Podcasts schon gesprochen haben. Wir wollten von Dr. Leiber-Kaspers seine Meinung zur Studie wissen. So spannend die Ergebnisse sind und so bemerkenswert gut, weil das bei den Mäusen sehr gut funktioniert hat und es vor allen Dingen eine nicht hormonell basierte Verhütungsmethode ist, die hier getestet worden ist, so sehr muss man kritisch anmerken, dass noch gar keine Studien mit diesen neuen Substanzen am Menschen gemacht worden sind. Es ist eben doch relativ schwierig und aufwendig und langwierig. Und man muss ganz klar aus meiner Sicht abwarten, ob das denn am Menschen auch erfolgreich getestet wird. Und wenn ja, wie? Und es ist ein langer Prozess. Also die Euphorie kann ich ein Stück weit verstehen, aber man muss ein bisschen das ins richtige Licht rücken und sagen, gut, jetzt muss man mal gucken, wie das ist, wenn diese Substanz das erste Mal am Menschen angewendet wird, was denn da rauskommt. Also dass das jetzt der Durchbruch ist und dass das die Pille für den Mann gibt, da würde ich sagen, ist man noch weit entfernt von. Ich würde es mir ja auch wünschen, aber das sehe ich noch nicht ganz. Und der Weg dahin ist lang und weit. Ich finde es gut, dass er auch nochmal anspricht, dass wir lange noch nicht am Ziel sind. So ein Medikament kann einfach nicht von heute auf morgen entwickelt werden. Auch wenn wir Frauen uns das vielleicht so wünschen würden. Ja, er dämpft halt ein wenig die Euphorie, die von den Medien jetzt verursacht wurde. Aber steht er dem Ganzen wirklich so kritisch gegenüber, wie es jetzt gerade rüberkam? Nein, das würde ich nicht sagen. Wir haben nochmal genauer nachgefragt und da meinte er Folgendes. Es ist sicher von der Grundidee richtig, dass man eben natürlich primär solche neuen Substanzen im Tiermodell testen muss. Und wenn sie dort erfolgreich sind, dann macht man irgendwann mit einer neuen Substanz den Sprung in das humane Modell sozusagen. Man darf aber nicht vergessen, dass wir natürlich hier eine besondere Situation haben. Wir haben ja im Sinne der Medizin keine Patienten, die wir behandeln, sondern es sind gesunde junge Männer. Bei Patienten, die eine schwerwiegende Erkrankung haben, vielleicht eine Tumorerkrankung, da nimmt man natürlich manche Dinge in Kauf, auch was Nebenwirkungen angeht. Wenn man da irgendetwas hat, was das Leben dieser Patienten verlängert, was ihnen eine bessere Lebensqualität macht, dann nimmt man einiges dafür in Kauf. Jemand, der völlig gesund ist und gar nichts hat, da wird man natürlich ganz kritisch fragen, das sollte am besten dieses Medikament, ja, oder diese Substanz sollte natürlich am besten gar keine oder möglichst wenig Nebenwirkungen haben. Ich habe mir halt immer gedacht, warum achten die bei den Männern jetzt so krass darauf, dass diese Pille keine Nebenwirkungen hat? Wir Frauen müssen doch auch damit klarkommen. Aber jetzt verstehe ich das erst so richtig. Ja, man kann halt bei gesunden jungen Menschen nicht einfach sagen, die Nebenwirkungen interessieren mich null. Dr. Leiber-Kaspers hat ja jetzt auch echt oft gesagt, dass es noch ein langer Weg ist. Aber wann genau kann man denn jetzt mit der Pille für den Mann rechnen? Er meinte, er sieht einen realistischen Zeithorizont von 5 bis 7 Jahren. Wenn man jetzt unterstellt, dass diese Substanz, die jetzt da in Minnesota gefunden wurde und vorgestellt wurde, tatsächlich auch im Humanen sozusagen funktioniert, wird man eben Phase 1, Phase 2, Phase 3 Studien machen müssen und dann die umfangreichen Daten den Gesundheitsbehörden vorlegen müssen, also sagen wir der FDA, der amerikanischen Gesundheitsbehörde oder der EMA, der europäischen Agentur, die für die Zulassung von solchen Medikamenten verantwortlich ist. Dort werden die Daten geprüft und dann gehen Sie mal davon aus, dass wenn das alles erfolgreich verlaufen würde, bis so ein Medikament die Zulassung bekommt und dann verkäuflich ist, wahrscheinlich 5 bis 7 Jahre vergehen. Und wenn es diese Substanz noch nicht ist, wird es vielleicht eine andere sein. Aber man muss Geduld haben. Das geht nicht schnell. Ich finde 5 bis 7 Jahre bis zur Pille für den Mann tatsächlich echt schnell. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ja, klingt doch vielversprechend. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es bei Männern viel schwieriger ist, die Fruchtbarkeit einzuschränken. Das Problem ist, sag ich mal, ja, ganz anders gelagert. Bei den Frauen geht es darum, dass sie den Eisprung oder die Befruchtung von einer Eizelle verhindern müssen. Bei Männern reden wir davon, dass gesunde junge Männer pro Tag 1 Million Spermien produzieren. So, und da ist schon die Frage, was muss ich jetzt verhindern? Kann ich es schaffen, dass diese ganze Million Spermien nicht mehr befruchtungsfähig sind? Das ist sicher schwierig, weil ich dann also in der Regel mit irgendwelchen mehr oder weniger toxischen Substanzen arbeiten müsste. Das wird nicht gehen. Es gibt eben verschiedene Ansätze, wie ich die Spermiogenese, also die Spermienproduktion, so weit unterdrücke, dass mit einer nur noch minimalen Wahrscheinlichkeit eine Zeugungsfähigkeit besteht. Puh, das klingt wirklich nach einem sehr schwierigen Prozess. Das ist nicht so einfach auszuloten. Ja? Wenn Sie die Standardkriterien angucken der Weltgesundheitsorganisation, dann ist es so, dass wir davon reden, dass beim gesunden Mann, wenn er zeugungsfähig ist, ungefähr 39 oder 40 Millionen Spermien in einer Samenprobe sind.
Wenn Sie das jetzt auf 1 Million reduzieren, würden Sie sagen, naja gut, das sind ja nur noch 1 Million Spermien, das ist ja noch wahnsinnig viel. Ich kann Ihnen aber sagen, mit 1 Million Spermien ist die Zeugungsfähigkeit bei Männern schon drastisch eingeschränkt. Wir wissen aber nicht genau, ob wir das jetzt auf 500.000 oder auf 100.000 oder auf 10.000 runterdrücken müssen, um die Wahrscheinlichkeit auf ein Minimum zu reduzieren. Und das ist eins der Probleme. Sodass man eben sagen muss, es ist deutlich komplizierter, bei Männern eine Situation zu schaffen, dass sie relativ sicher nicht mehr befruchtungsfähig sind. Wir haben ja gerade schon gehört, dass es gar nicht so einfach ist, eine geeignete Verhütungsmethode für Männer zu schaffen. Bislang gibt es ja nur Kondom und Vasektomie, wobei die Vasektomie nicht mehr rückgängig zu machen ist. Schon krass, wenn man bedenkt, dass es für Frauen so viel Auswahl gibt, von Verhütungsringen über die Spirale bis hin zur Spritze. Würden Markus und Philipp eigentlich irgendwelche Alternativen zur Pille für den Mann in Betracht ziehen? Philipp hat dazu folgende Empfehlung. Ja, grundsätzlich ganz klassisch das Kondom als wirklich sicherste, weil ich sag mal so, die Pille für den Mann schützt einen ja jetzt auch nicht vor Geschlechtskrankheiten, sondern nur vor ungewollter Schwangerschaft. Vasektomie ist jetzt in dem Alter, wo man noch einen Kinderwunsch hat, nicht unbedingt die Alternative der Wahl. Markus hat ja bereits nach abgeschlossenem Kinderwunsch eine Vasektomie gemacht. Vorher hat er sich aber natürlich auch Gedanken über Verhütung gemacht. Okay, vorher war die Pille für die Frau bei uns eben die Verhütungsmethode der Wahl. Aber man hat damals halt auch schon häufiger eben davon gehört, dass dort die Verträglichkeit eben nicht so gut war. Kondome wären natürlich eine andere Möglichkeit. Aber wie gesagt, für uns hat sich das Thema dann irgendwann sehr schnell erledigt, nachdem wir dann wirklich eben für uns diese Lösung gefunden haben. Bei beiden fehlen ja jetzt nur die Begriffe Kondome und Vasektomie. Aber können wir denn in der Zukunft vielleicht noch mit ganz anderen Möglichkeiten rechnen? Ich habe mich da mal schlau gemacht. Es gibt tatsächlich mehr, als man denkt. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Also, ich habe auf Instagram letztens einen Post von Glanz und Natur zu dem Thema gesehen. Da wurde das Ganze, wie ich finde, ganz gut zusammengefasst. Zum einen läuft wohl aktuell eine Studie für ein Verhütungsgel. Das Gel soll Testosteron und Gestagen enthalten und ganz einfach auf die Haut aufgetragen werden. Da werden tatsächlich noch dieses Jahr Ergebnisse erwartet. Ach krass, das klingt ja richtig easy. Ich stelle mir das richtig witzig vor, wie so eine Erkältungssalbe, die man sich auf die Brust schmiert. Und dann stehen die Männer da abends so nach dem Motto, warte Schatz, die Salbe muss noch einziehen. Ja, der Gedanke hat schon was. Aber es gibt tatsächlich noch einige andere Methoden, die eventuell in Zukunft kommen könnten. Ich habe auch von einem Samenleiterverschluss und von einem Samenleiterventil gelesen. Beim Samenleiterverschluss wird Gel in die Samenleiter injiziert und fängt die Spermien ab. Das Ventil soll etwas anders funktionieren. Dabei wird vorher ein Ventil in die Samenleiter implantiert und kann dann vom Mann selbstständig betätigt werden. Beim Ventil stehen die Studien allerdings noch aus und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich den Gedanken, dass Männer vorm Sex mal eben ein Ventil zudrehen, irgendwie befremdlich finde. Oh Gott, ja, da kann ich dir nur zustimmen. Aber warte mal ab, es kommt noch besser. Es soll wohl auch ein Ultraschallbad für Hoden kommen. Dabei werden die Hoden für einige Minuten mit Ultraschall erwärmt. Das soll die Neuproduktion von Spermien temporär unterdrücken. Man geht dabei tatsächlich von bis zu 6 Monaten aus und kann das nach einem ersten Besuch beim Arzt dann sogar selbstständig zu Hause machen. Was es nicht alles gibt, beziehungsweise halt in Zukunft geben soll. Aber wurde das denn schon am Menschen getestet? Nein, tatsächlich nicht. Bisher ist das Verfahren nur in Tierversuchen getestet worden. Studien mit Menschen stehen noch aus. Aber jetzt halt dich mal fest. Ich habe nämlich tatsächlich im Internet auch noch von einer anderen Methode gelesen, die es sogar auch schon gibt. Schieß los, ich bin gespannt. Der Verhütungsslip. Oh mein Gott, wie soll das denn bitte gehen? Ist das wie so ein Keuschheitsgürtel? Nein, also so wie ich das verstanden habe, trägt man diesen Slip für mehrere Stunden am Tag. Der Slip liegt wohl so eng am Körper an, dass die Hoden an den Körper gequetscht werden. Dadurch erhöht sich deren Temperatur und die Spermien können sich nicht mehr bewegen. Klingt doch eigentlich ganz easy, oder? Und das soll wirklich klappen? Im Internet haben ein paar Leute tatsächlich von Erfolg berichtet. Ein Mann nimmt an einer Wirksamkeitsstudie eines Mediziners aus Toulouse zu dem Thema teil und verhütet bereits seit 3 Jahren mit dem Slip. Laut ihm auch mit Erfolg. Wow, da gibt's ja echt doch einiges mehr, als ich gedacht hätte. Absolut. Hat Dr. Leiber-Kaspers im Interview nicht auch noch von möglichen Alternativen gesprochen? Ja, genau. Er hat tatsächlich auch das Ventil erwähnt, von dem du eben gesprochen hast.
Man stellt ja, sage ich mal, durchaus in der Medizin fest, dass es einen klaren Trend zur Mikronisierung gibt. Und wenn Sie schauen, was teilweise also an Mikrosystemtechnologie möglich ist, dann kann man sich vielleicht schon in der Zukunft auch irgendetwas vorstellen, was zu einer vorübergehenden Unterbrechung des Transports der Spermien im Samenleiter führt und was wie eine Art Ventil zu öffnen oder zu schließen ist oder eben eine Gelsubstanz, irgendetwas, was sich dann langsam über Monate auflöst oder so. Man muss eben nur sicherstellen, dass es nicht zu einer dauerhaften Beeinträchtigung führt. Der Samenleiter selber ist halt eine sehr, sehr dünne, feine Struktur und wenn Sie da irgendwas einbringen, kann das halt da schon zu Vernarbungen führen und im schlechtesten Fall ist er dann nachher doch nicht mehr durchgängig. Er meinte aber auch, dass die Alternativen eine Frage der technischen Entwicklung sind. Ich glaube, auch da könnte es spannende oder interessante Möglichkeiten geben, weil wenn Sie es schaffen, mit irgendetwas diese beiden dünnen sozusagen Kanälchen vorübergehend sicher zu blockieren, dann haben Sie ja den gleichen Effekt wie bei der Sterilisationsoperation, nur eben, dass Sie es steuern können oder dass es reversibel ist. Also das halte ich für einen auch prinzipiell interessanten Ansatz neben den echten medikamentösen Ansätzen. Und da glaube ich persönlich, wird es eher auf etwas, also ich denke wahrscheinlich etwas Nicht-Hormonelles hinauslaufen, weil die Hormonpräparate eben, wenn sie relativ hoch Testosteron enthalten, doch eine Art von Nebenwirkung haben, die wahrscheinlich nicht ohne weiteres dann akzeptiert werden. Spannend, da auch nochmal die Meinung eines Experten zu hören. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, wir haben doch jetzt schon einiges über das Thema gelernt, oder? Absolut, das finde ich auch. Ich habe Markus abschließend übrigens auch noch gefragt, welchen Rat er seinem Sohn geben würde, wenn der jetzt zu ihm kommt und sagt, hey Papa, ich nehme jetzt die Pille für den Mann. Seine Antwort fand ich total süß. Ja, da kann man nicht viel raten, weil letztendlich ist es sein Leben. Ich gehe mal davon aus, dass er natürlich dann erwachsen ist, sich diese Gedanken auch entsprechend macht. Ich kann ihm sagen, wie ich dazu stehen würde, so wie ich es bisher auch gerade dir erzählt habe. Und wenn er das mit einem Medikament machen würde, was ich jetzt als ausgereift, erprobt etc. Betrachte, dann kann ich ihm einfach nur gratulieren, weil er dann eben in der Partnerschaft eine sehr verantwortungsvolle Rolle damit übernimmt. Och, wie lieb. Ich habe Markus echt ins Herz geschlossen, muss ich sagen. Vor allem fand ich es auch super spannend, mal die Sichtweise der älteren Generation kennenzulernen. Was wäre denn jetzt abschließend so dein Fazit zum Thema Pille für den Mann? Also klar, wir haben jetzt nur eine kleine Anzahl an Männern befragt, aber die sind dem Thema alle doch irgendwie positiver gegenüber eingestellt, als ich anfangs dachte. Ohne die Männer jetzt beleidigen zu wollen, aber ich hätte gedacht, dass bestimmt die Hälfte sagt, nee, kann ich mir jetzt eher nicht so vorstellen. Das stimmt, ich hätte das tatsächlich ähnlich wie du gesehen. Da können wir Frauen ja doch noch hoffen, dass in Zukunft mal etwas mehr Gleichberechtigung beim Thema Verhütung herrscht. Ich meine, an genug Möglichkeiten wird ja schließlich geforscht, haben wir ja eben festgestellt. Ja, Dr. Leiber Kaspers hat uns die Hintergründe des Themas auch super verständlich erklärt, finde ich. Den könnte ich mir auch gut in einer Doku zum Thema vorstellen. Die würde ich mir definitiv angucken. Ich fand es auch sehr, sehr angenehm, ihm zuzuhören und konnte natürlich auch einiges an Infos mitnehmen. Wir hoffen natürlich, ihr habt mindestens genauso viel gelernt wie wir und fandet das Thema ebenso spannend. Genau. Ich finde, das ist doch ein super Schlusswort und würde damit sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Alle Infos und Links zum Thema findet ihr wie immer in den Shownotes. Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao.